Zentral vor dem großen Hangar des Waldwerks Kuno stehen zwei Düsenjäger. Sie sind noch nicht lackiert, wie deutlich zu erkennen ist. Außerdem fehlt die Triebwerksverkleidung. Das Bugrad steht im Matsch. Rechts unten im Bild sind Fässer mit einer Aufschrift zu erkennen. Über dem großen Hangar und seinem Vorplatz wurden Tarnnetze aufgehängt. Sie sollten aus der Luft wie Fichtenwald aussehen. Im Bild links steht ein kettenbetriebener amerikanischer Schützenpanzer mit Maschinengewehr. Die Magazine wurden an der Außenseite angebracht. Wer genau hinschaut, kann zwei amerikanische GIs erkennen. Aber wer sind die beiden?